Hallo an alle, die schon da sind. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich schlage vor, dass wir noch ein, zwei Minuten warten, bis alle vielleicht noch dazukommen können. Okay, hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier begrüßen zu können, Entschuldigung, dass Sie heute dabei sind beim Webinar von Digitourism. Ich muss vielleicht ganz vor Ihnen schon mal hinweisen, dass wir dieses Webinar aufzeichnen. Es ist, damit wir das Replay dann denjenigen, die nicht dabei sind oder nicht kommen konnten, weiterleiten können oder dass Sie das wieder sehen können. Bevor ich starte, nein, ich starte schon mal sofort. Also, was wir heute im Programm haben. Also, ich werde heute ganz kurz vielleicht ein paar Worte über Digitourism sagen, was das ist, vielleicht dann ein paar Worte, warum wir auch das erstellt haben. Und dann ist ganz klar, das Center von diesem Webinar, die sozialen Medien, also Social Media Dschungel sogar, was es für Sie eigentlich im Fokus ist. Und das werden Sie alles mit Corinne Kissler, Ulrich eigentlich erfahren. Und dann am Schluss werden wir die Möglichkeit haben, ein wenig die Fragen zu nehmen und da versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Während diesem Webinar können Sie ohne weiteres Ihre Fragen im Chat oben oder unten, ich weiß nicht, wo er bei euch ist, einfach im Chat eure Fragen stellen. Wir werden dann im Laufe des Webinars oder am Schluss der Präsentation auf die Fragen zurückkommen und diese so gut wie möglich beantworten. Also ganz kurz, ein paar Worte vielleicht, warum wir dieses Programm entwickelt haben, also warum wir Digitourism machen und so. Es ist klar, die Digitalisierung wartet eigentlich auf kein Unternehmen, das wisst ihr. Und wenn man da mitmachen will, muss man eigentlich immer sich verändern, mitgehen. Und das ist besonders wahr im Tourismus, wo eigentlich ganz klar die Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist. Und wenn man die Digitalisierung ansieht, ist es klar, ist es keine Wahl mehr. Das heißt, man muss sich fragen, wo will ich eigentlich anfangen? Welche Strategie will ich eigentlich verfolgen? Was ist wichtig für mich? Welche Ziele habe ich mit dieser Digitalisierung? Was kann ich erreichen und so weiter und so weiter? Und eigentlich ist die Digitalisierung ein wichtiger Teil der Strategie des Unternehmens. Und es ist klar, das ist ganz nicht immer so einfach. Und wenn man das ein wenig weiterhin anschaut, ist es klar, Digitalisierung ist nicht nur Technologie. Es geht um Menschen, es geht um Kompetenzen. Wenn man digitalisieren will, wenn man digitale Tools anwenden will und richtig anwenden will, muss man schon mal wissen, was es gibt, was man machen kann, was sinnvoll ist mit seiner eigenen Strategie. Und dann muss man alle mitnehmen, vielleicht im Unternehmen. Und dann muss man auch noch verstehen, was es für die anderen auch heißt. Also die Strategie ist, es geht ja auch um die Kunden, die mit dem Digitalisierung zu tun haben. Also es gilt eigentlich für alle. Und es ist klar, und hier, das waren diese Erkenntnisse, die wir eigentlich
erfunden haben und die eigentlich auch von den Akteuren des Tourismus eigentlich so mitgeteilt wurden, ist auf einer Seite ist wirklich eine große Herausforderung, die Digitalisierung, und auf der anderen Seite ist ganz klar, viele Chancen, viele neue Sachen, die man machen kann, die man vielleicht ohne digital nicht so gut oder nicht so effizient machen könnte. Und es ist klar, man hat gesehen, dass die Walliser Tourismusakteure eigentlich die Notwendigkeit, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, das kam sehr groß raus. Aber wir sahen auch, dass da vielleicht Lücken sind auf der Ebene der Kompetenz mit dem Digitalen und der Kenntnisse. Und vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen und Technologieunternehmen funktioniert heute, aber ist nicht so einfach, manchmal rauszufinden, mit wem sollte ich arbeiten und wie sollte ich zusammenarbeiten und so weiter. Und das gab uns eigentlich die Möglichkeit, Digitourism auf die Beine zu stellen. Und man hat sich konzentriert und gesagt, okay, mir konzentriert sich eigentlich auf drei Schwerpunkte. Eins ist die Suche und die Verbreitung von lokalen digitalen Lösungen. Das heißt, auf einer Seite lokale digitale Lösungen zu finden. Das heißt, was gibt es eigentlich Interessantes oder was könnte man anfragen als Lösung, die eines Bedürfnisses des Tourismusunternehmens eigentlich beantworten könnte? Und dann, wenn man das gefunden hat, eigentlich, wie kann man das verbreiten? Wie kann man das eigentlich den Unternehmen anbieten? Dann hat man sich auch gedacht, okay, es geht ja auch um Menschen, auf Kompetenz. Das heißt ganz klar, gute Praktiken sind sehr wichtig. Wenn man sich austauschen kann, Erfahrungen austauschen, gute Praktiken, das ist sehr wichtig, wenn man in der digitalen Welt eigentlich etwas umsetzen will. Und damit man das erreicht, will man auch die Gemeinschaft von Tourismus und digitaler Unternehmer eigentlich beleben, dass sie sich treffen, dass sie zusammenarbeiten und sich auch austauschen. Und ganz klar, auf der anderen Seite arbeitet man viel auf der Ebene vom Unternehmen, aber es gibt auch in der digitalen Welt mit Daten, Plattformen gibt es eigentlich auch Projekte, die eigentlich sinnvoll sind, wenn man mehrere Unternehmen zusammenbringt und man will eigentlich das fördern mit Digitourismus. Und ganz klar, um da eine Zusammenfassung zu machen, ist Digitourismus ein mehrjähriges Programm, das vom Kanton eigentlich auf die Beine gestellt wurde und auch finanziert wird, um eigentlich diese Dienstleistungen den Tourismusunternehmen zu bieten. Das war ein wenig die Theorie oder diese Schwerpunkte, die wir haben. Aber ist klar, wie wir das eigentlich umsetzen, ist mit konkreten Aktionen. Wir machen zum Beispiel Webinare wie heute zur Sensibilisierung. Das heißt, ein Thema zu nehmen und sich damit zu befassen. Es ist klar, das leitet zu individuellen Begleitungen, die wir anbieten können, werden wir später ansprechen. Wir machen auch Learning Expedition. Wir gehen in eine Destination und schauen uns vielleicht an, was gibt es dort, das sehr gut gemacht wurde in der Digitalisierung. Aufrufe für digitale Lösungen ist klar. Wenn man herausfindet, was es gibt, macht man so einen Aufruf und sucht nach einer Lösung. Thematische Treffen, das heißt wirklich spezifische Treffen zwischen Unternehmer des Tourismus, um über eine Lösung zum Beispiel Erfahrungen auszutauschen. Und ganz klar, wenn man diese Lösungen eigentlich anbietet will, haben wir einen Katalog. Und das kann ich schon sofort mal vielleicht einen Schritt voran machen. Sie können sich dieser Katalog auf unserer Webseite mal anschauen. Dort gibt es verschiedene, ich sage mal, Arten von Lösungen, die auch für verschiedene Arten von Tourismusunternehmen eine Lösung anbieten. Sie haben hier der Link. Wir werden auch im Chat nochmals der Link vielleicht reinsetzen oder der QR-Code, um sich mit dem Mobiltelefon zum Beispiel anzubinden. Schauen Sie sich das mal an, jetzt oder auch später während der Präsentation oder nach der Präsentation. Und
Speziell heute geht es eigentlich um ein anderes Thema. Es geht mehr um individuelles Coaching, Schulung, damit man sich eigentlich mit einem Thema befassen kann, verstehen, was sind die Tricks und Tipps, die wichtigen Sachen da drin, um am Schluss vielleicht auch ein Projekt mit einem Spezialist durchzuführen. Und ganz konkret gedacht geht das so, wir haben die Möglichkeit, so eine Ausbildung und ein individuelles Coaching über verschiedene Themen anzubieten. Und dann können Sie eine finanzielle Unterstützung am Schluss für dieses Projekt eigentlich mit Digitourismus haben. Und diese Ausbildung ist verschieden, aber der rote Faden ist eigentlich, einen Ist-Zustand am Anfang zu machen damit und bewerten eigentlich, was sind die Bedürfnisse, die Sie heute haben. Dann hat man so eine Schulung, halber Tag Schulung zum Beispiel auf diesem Thema mit einem Coaching danach, damit man sehen kann, ja, was kann man denn ja hier verbessern, was wäre notwendig oder nützlich zu machen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Coach zu sehen, okay, was wären die Ziele des Projekts, um dann ein Angebot bei einem Spezialisten anzufragen und dann das Projekt umzusetzen. Und ganz konkret haben wir so in den sozialen Medien ein Angebot oder die Möglichkeit, sich da anzumelden. Aber bevor wir da in dieses Thema gehen, möchte ich gerne eigentlich das Wort an Corinne geben. Corinne, die Ihnen soziale Media-Dschungel eigentlich ein wenig da präsentieren will. Ich hoffe, dass wir aus diesem Dschungel rauskommen werden auch. Und ich, wie gesagt, stellen Sie ohne weiteres Ihre Fragen im Chat, wenn Sie fragen, wir werden danach da beantwortet. Also Corinne, ich gebe dir das Wort. Du kannst ohne weiteres die Präsentation jawohl. Das du hast auf. So. Funktioniert das? Hörst du mich? Ja. Die anderen? Ja. Was? Wunderbar. Gut, ja, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen in dem heutigen Webinar. Merci, Daniel, für deine Einführung. Ja, also ich muss vielleicht schon am Anfang mal sagen, es gibt jetzt nicht die perfekte Lösung oder das Handbuch für perfektionsgerichtetes Social Media Marketing in 30 Minuten. So gut bin ich leider nicht. Aber ich möchte euch gerne so einen Abrieb von ganz vielen verschiedenen Themen, die wichtig sind im Social Media Marketing, mal aufzeigen, mit der Chance, dass wir nachher zusammen im Coaching, so wie der Daniel es erklärt hat, zusammen euch ein eigenes Social Media Paket findet und so eigentlich den Weg aus dem Dschungel eben zusammen oder durch den Dschungel zusammen könnt finden. Ja, wer bin ich? Ich bin die Corinne. Ich glaube, du bist auch kein Tourismus, auf Social Media sowieso. Kurz zu meinem Werdegang. Ich bin mit gelben Blutkörperchen gross geworden bei der Schweizerischen Post. Ich habe klassisch am Schalter eine Ausbildung gemacht. Habe nachher lange in der Berufsbildung gearbeitet. Habe dort gemerkt, dass das Thema Kommunikation mich fasziniert und einfach immer wieder in den Fokus kommt. Habe dann Kommunikation studiert, eher klassisch mit dann schon Schwerpunkt Social Media, aber eigentlich klassische Kommunikation. Habe dann aber gemerkt, so Geschäftsberichte schreiben, Finanzberichte schreiben in dem gelben Riesen, ist ein bisschen zu wenig kreativ. Habe dann 2016 ins Wallis gewechselt, wo das Herz jetzt irgendwie einfach ein bisschen verloren gegangen ist. Habe bei Zermatt Tourismus die Chance gehabt, Social Media aufzubauen. Also die verschiedenen Kanäle, die ganze Online-Welt mitzugestalten mit einem tollen Marketing-Team. Ich habe das rund 4 Jahre gemacht. Ich habe mich dann entschieden, selbstständig weiterzufahren in dem ganzen Social-Media-Marketing, weil es einfach gerade im Tourismus extrem spannend ist und extrem viele verschiedene Unternehmen gibt, die einfach, glaube ich, einfach Unterstützung können brauchen können. Ich habe mich zuerst teilselbstständig gemacht vor 2 Jahren, habe bei der Erzermatt im Marketing gearbeitet und bin jetzt seit dem 1. Januar ganz selbstständig und ja, vor allem mit Kunden im Tourismus unterwegs.
Ich glaube, so die vier Sachen, die mir am Herzen liegen und die auch wichtig sind für gutes Social Media Marketing, ist, man muss flexibel sein. Ich glaube, ich bin auch ein sehr flexibler Mensch. Es muss effizient sein. Ihr sind alle in einem Unternehmen tätig, in einer Branche, wo gerade der Tourismus saisonabhängig ist. Während der Saison hat man nicht Zeit, noch lange am Social Media Marketing rumzuschrauben. Es muss, es muss zack, zack gehen, oder? Das Zeug muss laufen. Darum effizient und gleichzeitig soll es aber auch effektiv sein. Es muss einen Platz haben für spontane Aktionen. Ja, und das Ganze mache ich aus Thun. Bin zu Thun daheim, bin aber sehr viel im Wallis. Vor allem in Zermatt immer noch, aber das ganze Oberwallis ist natürlich wunderschön. Und Daniel natürlich auch zum Unterwallis. Ja, meine Vision in diesem ganzen Digitourism ist, dass wir es schaffen, Social Media für jeden zu gestalten. Also sage ich, jeder von euch kann selber Social Media machen, mit einfachen Tools, die man kennenlernt, Prozesse, wo man kann einfache Schritte optimieren kann. Es gibt so viele Tipps und Tricks, die einfach das Leben effizienter machen auf Social Media. Und wichtig ist mir eigentlich, dass wir Schritt für Schritt die Ziele zusammen erreichen können, dass es nicht in finanziellen und auch in persönlichen Ressourcen ausartet, dass, dass jeder das Gefühl hat, ja, man braucht für das einen Social Media Manager. Klar ist es lässig, wenn man das anstellen kann und die Ressourcen hat. Das ist mir aber auch bewusst, dass viele kleine Unternehmen schlichtweg keine Ressourcen, weder finanziell noch persönliche Ressourcen für das haben. Und es gibt Lösungen, dass ihr das wirklich auch ohne das könnt machen könnt. Versprochen. Ich möchte jetzt in den nächsten 20-30 Minuten euch einfach mal aufzeigen, was gibt es so für Kanäle. Ich weiss, das Level ist sehr unterschiedlich. Ich habe gesehen von den Unternehmen her, es gibt Unternehmen, die machen ja schon sehr gut Social Media Marketing. Es gibt Unternehmen, die sind vielleicht noch nicht aktiv. Ich möchte einfach mal so eine Abrede geben vom Ganzen. Wichtig ist, dass ihr wisst, im Coaching, das nachher wird folgen, gehen wir natürlich individuell auf eurem, also starten wir auf eurem Level. Also es ist nicht so, dass wir bei Adam und Eva anfangen, wenn wir schon alle Kanäle haben. Aber gleichzeitig soll das Coaching auch offen sein für die, wo noch kein Social Media betreibt. Ja, wenn ihr jetzt so ein bisschen, oder wenn man so ein bisschen Tourismuswelt anschaut, sind so die fünf Kanäle, die ihr jetzt hier findet, sind die Kanäle, die am meisten genutzt werden. Das ist rein statistisch so. Dass eigentlich die ganzen Tourismusunternehmen auf diesen fünf Plattformen oder auf gewissen von diesen fünf Plattformen tätig sind. Dazu kommen die zwei modernen, jungen Social Media Kanäle wie Snapchat und TikTok, die sehr, sehr aufwendig sind zum Betreiben, muss man sagen. Es ist dem ganzen Filmen machen, schauen, immer wieder posten, es ist sehr, sehr aufwendig. Schlussendlich sind keine Grenzen gesetzt. Oder? Es gibt Weibo, WeChat auf dem asiatischen Markt. Ja, es gibt so, so viele Social-Media-Kanäle und auch Sachen, wo man gar nicht daran denkt, dass das ein Social-Media-Kanal ist, wie zum Beispiel WhatsApp, das zählt auch zu Social-Media. Ja, darum, also Grenzen sind uns nicht gesetzt. Darum sage ich auch immer, es ist ein Dschungel. Man muss sich zurechtfinden, welcher Kanal ist jetzt wirklich für mich wichtig. Und da vielleicht die erste Botschaft, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ihr müsst nicht einfach alle Kanäle haben, weil man es hat, weil es steht niemals, welche das man muss haben, sondern es sollte jeder Kanal wirklich zu eurem Unternehmen passen. Und ich sage immer, lieber nur einen Kanal betreiben, dafür den aktiv und gut, mit Qualität Informationen betreiben und mit einem Sinn und einer Strategie, wie einfach fünf Kanäle eröffnen, dass man alle fünf hat. Vielleicht um die Wichtigkeit von Social Media einfach aufzuzeigen, habe ich euch ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt ja da ganz viele schlaue Bücher mit vielen spannenden Zahlen drin. Ich möchte jetzt nicht eine Zahlenschlacht machen. Ihr wisst alle, dass Social Media wichtig ist. Aber ich habe jetzt so ein bisschen, Instagram ist momentan im Tourismus so ein bisschen der Social Media Kanal, wo man sagt, wo man auch am meisten Buchungen kann generieren kann, wo am meisten Inspiration gibt. Und darum einfach mal hier eine Zahl, die beeindruckend ist. Es ist wirklich 1 Milliarde Menschen sind auf Instagram weltweit. Also wirklich, wenn man sich das vorstellt, das ist der Wahnsinn. Ihr findet eigentlich kein Netzwerk, das weltweit so gut verankert ist wie Instagram. Und von diesen 1 Milliarde Menschen schauen 500 Millionen täglich mehrmals Stories anschauen. Also die nach 24 Stunden wieder weg sind. Und wenn ihr euch denkt, 500 Millionen Menschen jeden Tag in diesen Stories drin. Und von diesen 500 Millionen, wenn man dort anschaut, was der Inhalt ist, ist rund ein Drittel
sind kaufspezifische Stories. Also das kann sein Hotelübernachtungen, Wein, wo man kaufen will, Parfüm. Ich weiß nicht, ob ihr auch selber schon beim Instagram-Shopping ertappt haben. Aber ein Drittel von dieser ganzen Menge, die konsumiert wird, ist Business. Also das zeigt eigentlich, dass das ein völliger Verkaufskanal geworden ist. Und das ist man sich, glaube ich, manchmal ein bisschen zu wenig bewusst, dass das eigentlich grosses Potenzial hat, ohne dass man ein grosses Marketingbudget investieren muss. Und dort, denke ich, sind wir mit dem Tourismus einfach noch zu wenig gut drinnen. Wenn du nachher anschaust, was der Inhalt ist, ist mit 30% vom Inhalt von diesen Stories Mode, eigentlich am Mode und Beauty am stärksten vertreten, also irgendwelche Pullover und Turnschuhe und Sonnenbrille, die du kannst kaufen. Und mit 3,7% Dienstleistung und Service, wo ich jetzt den Tourismus mal reinzähle. Und das ist... Wenn wir sagen, von dem ganzen Kuchen, von diesen 500 Millionen Stories, haben wir erst 3,7%. Ich glaube, da können wir zusammen einfach wirklich noch viel mehr erreichen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wo wir müssen Gas geben. Und gleich einfach noch so eine Geschichte, die mich immer wieder beeindruckt ist. Am meisten Stories gemacht von all diesen Social Media Kanälen wird auf WhatsApp. Und das ist, wenn man das liest, das ist so, das kann gar nicht sein. Und gleichzeitig, wenn ihr euch in Kontakt geht, schaut, wer alles WhatsApp-Stories macht. Oder ich bringe immer das Beispiel, meine Eltern, die fragen sich, glaube ich, heute noch genau, was ihr das Kind, also wie man mit Social Media Geld verdienen kann. Und sie sagen mir immer, ja, wie die Leute immer alles veröffentlichen auf Social Media. Aber sie selber machen die ganze Zeit WhatsApp-Stories, oder? Blümli und das Haus und den Garten und überhaupt. Und dass das eigentlich auch Social Media ist, das merkt ihr gar nicht so. Also wenn ihr ja aus dem Betrieb WhatsApp-Business-Nummern zum Beispiel habt, dann nutzt wirklich die WhatsApp-Stories auch. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das Tool genutzt wird. Ja, dann, ich will nicht zu theoretisch werden, aber eigentlich mit dem Marketing-Funnel, den ihr alle bestens kennt, will ich euch aufzeigen, dass Social Media nebst dem klassischen Marketing einfach nicht in Vergessenheit geraten darf. Ihr habt den typischen Funnel, den alle kennen, oder? Mit der Inspiration, man holt Infos, es muss ein Angebot kommen und am Schluss gibt es mit der Action den Kaufabschluss. Und ich denke, was da das Problem ist, dass viele Tourismusunternehmen, die fangen eigentlich direkt beim Angebot an. Also ich sage jetzt mal, ein Hotel oder eine Tourismusdestination macht eine Winterkampagne oder sagen wir jetzt, steht dann schon gleich der Sommer an, kommt jetzt im Frühling eine Sommerkampagne für Biken, Wandern, Hotelübernachtungen, was auch immer. Und es kommt direkt das Angebot. Oder? Man will verkaufen. Dass aber eigentlich vorher psychologisch beim Menschen noch zwei andere Schritte abgehen, geht dort ein bisschen in Vergessenheit oder gerade deinen Hintergrund. Zuerst muss man ja mal dem Kunden überhaupt Inspirationsquellen liefern. Man muss zeigen, dass man einzigartig ist und das auf Social Media ausspielen. An anderen Orten macht ihr das automatisch, wenn ihr ein Newsletter textet oder wenn ihr eure Webseite anschaut. Dort fängt ihr immer zuerst an mit, wie einzigartig, ihr habt den längsten Gletscher im Wallis, der schönste Berge, 300 Sonnentage, der beste Wein und. Oder? Es kommt immer all die informativen Fakten kommen automatisch. Aber auf Social Media dann, lustigerweise, geht immer direkt der Kauf los. Also kommt immer direkt das Angebot. Und dort ist einfach wichtig, dass ihr euch in Zukunft auch bewusst seid, man kann eigentlich wunderbar zuerst mit einer Branding-Kampagne starten. Ob das bezahlt ist oder nicht, über das müssen wir jetzt in diesem Webinar nicht diskutieren. Das ist nachher eine Sache von der Umsetzung, wo man auch zusammen anschauen, wie das funktioniert. Aber man kann eigentlich, wenn man sagt, wir nehmen Instagram, die ersten 4 Posts sind zum Beispiel einfach einmal Inspiration, schöne Bilder, ein paar gute Mutsprüche dazu, was man erleben kann, wie einzigartig die Region ist. Dann folgen wieder 2 bis 3 Posts mit Informationen, Fakten, wie hoch ist eure Destination gelegen, wie viele Sonnentage, wie viele Wanderwegkilometer, was auch immer. Und dann folgt das Angebot. So gebt ihr im Kunden die Chance, sich in die Welt einzuleben, dass er langsam aber sicher drin hineinkommt. Oder? Man sagt immer zuerst, in dieser Inspirationszeit, dort hast du mal einen neugierigen Follower. Dann denkt man, noch nie gesehen, ist noch spannend, klicke ich an. Gerade in einer Story, machen ihr ja selber vielleicht auch. Nachher wird der neugierige Follower, wenn der Content gut ist, und er postet, wird irgendwann dann eine aktive Community nutzen. Also der folgt euch, kommentiert, liked, shared, findet das lässig.
Und aus dem heraus wird irgendwann ein loyaler Fan von euch, also der kommt dann vielleicht auch mal und postet etwas, taggt euch, macht schöne User-Generated Content. Und aus dem heraus wird nachher vielleicht ein langjähriger Stammkund. Klar, das ist jetzt so das wunderschöne aus dem Buch aus einem Beispiel, aber so sollte es eigentlich funktionieren. Oder das wäre das Ziel, dass er so Social Media Marketing betreiben könnte. Um das ein bisschen bildhafter vorzustellen, vielleicht einmal so ein bisschen die Digitalisierung im Tourismus anhand von einer Customer Journey angeschaut. Ich habe zum Beispiel jetzt Madame Blatt genommen, das steht jetzt dann gerade an. Auch hier wieder der klassische Marketing-Funnel einfach ein bisschen greifbarer darstellen. Zuerst befinden wir uns alle in einer Träumphase. Also wir, Ferien sind gut, das Erlebnis ist immer gut, wir suchen Inspiration. Wir scrollen durch die verschiedenen Social-Media-Kanäle, wir finden das der Madame Blatt-Plakat. Wir sehen immer wieder an, vom 5. bis am 9. April, okay. Und das sehen wir im besten Moment schon sehr, sehr lang zurück. Also das haben wir hoffentlich schon am besten letzten Sommer gesehen. Immer mal wieder ist das irgendwo gekommen. Das Logo ist uns präsent, das ist schon ein langjähriger Brand, wir kennen das. Jetzt reicht es aber nicht, wenn ich nach dieser Phase direkt Ticket bringe und ich sehe vielleicht 390 Franken oder was auch immer. Denke ich mir, ja, was kann ich da genau erleben? Ist einfach gerade viel Geld auf Social Media, gerade das ausgeben? Weiß nicht. Man braucht immer Social Media, oft Mobile. Also Mobile nachher im Tram oder im Zug gerade schnell so ein Ticket kaufen für 390 Franken, das ist vielleicht eher gekämpft. Darum ist die mittlere Phase, die Planungsphase oder eben die informative Faktenphase wichtig. Dass ihr zwischen dieser Träum- und Buchungsphase möglichst viel einfache, simple, aber gute Facts bringen. Also, wo kann ich zum Beispiel essen oder wie ist das Festival aufgebaut, welche Bands spielen. Und zwar, wenn immer möglich, am Anfang auch noch ohne Buchungslink. Nicht, dass der Kunde gerade das Gefühl hat, ja, die wollen mir sowieso noch etwas verkaufen. Ihr wollt den Kunden ja gewundert machen. Ihr wollt ihn so weit bringen, dass er auf eure Webseite kommt, dass er googelt, dass er sich dafür interessiert, dass er sich informiert. Und dann kommt die Buchungsphase. Und bei der Buchungsphase machen wir oft den Fehler, dass man es viel zu kompliziert aufbaut. Also wenn ich mobile das Handy in der Hand habe, ich klicke auf Facebook oder auf Instagram auf einen Link, um etwas zu buchen und ich muss nachher auf der Webseite nochmal viermal auf einen Link klicken, bis ich schlussendlich wirklich kaufen und zahlen kann, dann bin ich weg. Da müssen wir alle ehrlich zueinander sein, das machen wir nicht. Und darum möglichst simpel ein kleines Päckchen, ein Steinchen rausnehmen und sagen, das ist das Konzert, das kannst du hier buchen und dann kommt man direkt das Ticket von dem einen Konzert. Oder das ist der Festivalpass, direkt auf den Pass. Beim Hotel genau das Gleiche, direkt auf das Package, das ihr verkaufen und nicht einfach mal die Verlinkung auf die Webseite. Das ist so ein bisschen der grösste Fehler, den viele Unternehmen machen. Und dann haben viele das Gefühl, jetzt ist fertig, oder? Jetzt ist Action passiert, der Franken haben wir im Portemonnaie, lassen wir es. Nächstes Jahr fangen wir wieder an mit dem Datum, sagen wir wieder Save the Date, von dann und bis dann ist es der Madame-Plan. Aber da kommen eigentlich die zwei wichtigsten Phasen. Die erste ist das Erlebnis vom Kunden. Jetzt kommt der Kunde, ihr bietet ihm vor Ort ein Erlebnis, also gerät oft Social Media in den Hintergrund. Das ist das, was oft während der Saison passiert. Oder? In der Zwischensaison ist man aktiv, man hat Zeit, man macht und tut. Dann kommen 5-6 Monate oder ja, kommt die Saison, dann läuft es ja, dann ist ja der Kunde da. Und dann merkt man nach der Saison, aha, jetzt sollten wir mal etwas auf Social Media posten. Und dann fängt es wieder an. Das darf genau nicht passieren. Sondern wichtig ist, dass er das Erlebnis vom Kunden, also die Experience-Phase, dass er die begleitet. Es gibt nichts Besseres im Marketing wie der User-Generated Content. Also der Content, der von eurem Gast kommt, von eurem Kunden kommt. Sagen wir mal, er kommt ins Restaurant essen. Er macht eine Story vom Essen, taggt euch ins Restaurant. Dann könnt ihr das selbstverständlich reposten, wenn es einigermaßen gut aussieht. Wenn ihr es nicht repostet, was völlig okay ist, wenn es nicht zur Strategie passt oder nicht zum Brand passt, dann schreiben wir aber persönlich zurückschreiben in der Direct Message und sagen, ah, schön, bist bei uns gewesen, cool, ist das Essen gut gewesen, wir freuen uns wieder auf deinen Besuch. Also das ist eigentlich der Moment, wo Social Media Marketing muss genau gleich behandelt werden wie ein E-Mail oder ein Telefon. Es ist einfach, in der Digitalisierung vom Tourismus ist das einfach ein weiterer Touchpoint mit eurem Unternehmen. Und dann nach dieser Erlebnisphase geht er heim. Und dann macht er eigentlich das Wichtigste zu Hause.
dann fängt er mit den Leuten an zu reden. Dann sagt er, ja, ich war in der Aletsch Arena oder ich war im Leukerbad. Super Region, Tourismusregion, genial, viele Wanderwege, gut kommuniziert, super einfach buchbar gewesen. Klar, da kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Es muss alles geklappt haben. Wir kennen den Menschen mit einem hohen Anspruch. Aber dann geht vielleicht einer von diesen Freunden auf Social Media schauen und sieht schon wieder, es ist ein cooler Mix, wo in den Stories, im Feed, da findet man auch Informationen, es ist nicht nur Sales. Und schon fängt wieder die Träumphase an. Schon gehen die Kollegen wieder in die Träumphase rein und dann fängt der ganze Prozess wieder von vorne an. Also eigentlich mega simpel. Klar, es funktioniert nicht immer so schön oder es gibt auch Kunden, die von der Dreamphase direkt in die Bookingphase kumpeln. Auf jeden Fall, und es muss auch nicht bei jedem Produkt eine ganze Customer Journey gebildet werden. Aber es macht manchmal Sinn, dass man am Anfang von Social Media Marketing sich mal die Zielgruppe zu Gemüte führt und überlegt, wer will die ansprechen und wie geht der Kunde vor, bis er eigentlich bei mir im Laden, im Hotel, im Restaurant sitzt, bis der bei mir Bergbandtick gekauft. Was passiert im Kopf vom Kunden vorher? Und das ist, glaube ich, das, was wir uns oft noch ein bisschen vergeben, wo wir den Kunden besser abholen könnten. Ja, und nachher kommt, glaube ich, der Punkt, wo der wichtigste fast ist. Es ist eben nicht nur ein bisschen posten, Social Media. Man kann nur ein bisschen posten, aber dann wird man nie richtig Geld verdienen damit. Oder dann wird irgendwann die Frage kommen, und ihr mir im Coaching werdet sagen, ja, und was bringt mir das jetzt genau? Oder kann ich da schon, ich kann jemanden anstellen, der mir das macht, oder ich kann einem Mitarbeiter an der Rezeption oder was auch immer sagen, 20% von deinem Pensum ist Social Media Marketing. Aber was bringt mir das? Irgendwo muss ich ja das merken, oder? Kann ich nicht sein, dass einfach ein Mitarbeiter fehlt, sage ich jetzt mal, für das er ein bisschen postet. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die 6 Punkte, die ich da probiert habe aufzuschreiben, die vorher gut abgeklärt werden müssen, dass es eben nicht in dem aussagt, dass es am Schluss einfach ein bisschen Poste ist. Das erste ist mal eine grundlegende Hashtag-Analyse. Das gilt vor allem für Instagram und Twitter. Also, dass ihr euch wirklich überlegt, habe ich einen eigenen Hashtag, der zu meiner Communication passt? Also, was ist mein Branding? Ist es einfach der Firmenname? Haben wir in der Tourismusdestination einen Hashtag, den ich brauchen kann? Es gibt ganz einfache Tools, wo ihr könnt eure Branche eingeben könnt und dann kommt eine ganze Auswahl an top-gradeten Hashtags in der Schweiz, in Europa, weltweit, wo ihr nachher die Chance habt, das ein bisschen herauszufinden. Und was ich da einmal sage, was da auch wichtig ist, ihr könnt auch einfach mal bei den Mitbewerbern schauen. Wenn ihr irgendwo eine Destination seht, die das super gut macht, wieso nicht einfach mal über den Tellerrand raus schauen und sagen, die macht das eigentlich noch gut? Jetzt gehe ich mal dann ihren Post im Detail anschauen. Aber mit einer guten Hashtag-Analyse gewinnt ihr Reichweite, weil durch den Hashtag wird euer Post auf Instagram zum Beispiel verbreitet. Nachher ist es wichtig, ein gutes Community-Management zu betreiben. Community-Management bedeutet, wenn ihr einen Post macht, dass ihr den auch im Auge behalten, oder? Also viele sagen, okay, ich tue zum Beispiel mit dem Creator Studio, das wird von Facebook kostenlos zur Verfügung gestellt, tue ich immer eine Woche planen, dass ich nicht mehr an die Posts muss denken. Super, mache ich auch bei vielen Kunden so, ist effizient, man kann es vorbesprechen, es geht zu dem Zeitpunkt raus, es muss niemand daran denken. Aber wenn der Post rausgegangen ist, müsst ihr eben schon einmal daran denken, weil vielleicht stellt jemand eine Frage unter dem Post. Also ich beobachte immer wieder Destinationen, die zum Beispiel schreiben Spot this mountain und nachher, wie heisst der? Und nachher schreiben 27 Personen darunter irgendeinen Bergnamen her. Und die Destination löst das Quiz nie auf. Oder es kommt nie eine Antwort, wie der Berg heisst und was es für ein Berg ist. Oder man sieht das Hotelzimmer und ein Gast fragt, was ist das für ein Zimmer, ich würde das gerne buchen. Es sind alles so Kleinigkeiten, die nachher das perfekte Community-Management ausmachen. Und das ist aufwendig, aber in dem Sinn ganz simpel. Es ist ganz einfach zu machen. Es ist einfach der Punkt, dass ihr immer wieder drauf gehen müsst und halt euch Zeit nehmt, das anzuschauen. Es gibt Chatbots. Habt ihr selber auch schon gemerkt, wenn ihr irgendjemandem schreibt und es kommt ein Chatbot zurück. Und dort ist halt wieder der Punkt, wo ich sage, ihr wollt ja persönlich Social-Media-Marketing machen, wo Qualität und Professionalität ausstrahlt. Und ein Chatbot heisst eigentlich einfach, ja, wir haben mal eine Antwort geschickt, weil wir eigentlich selber gar keine Zeit haben. Und ich warte lieber 48 Stunden auf eine Antwort, aber dafür kommt sie aus dieser Destination oder aus dem Unternehmen persönlich. Jemand, wo man wirklich kann sagen, wie es funktioniert.
Nachher muss die direkte Buchung via Social Media möglich sein. Also ihr müsst wirklich, dort ist wichtig, dass ihr, wir nennen das Pixel, also dass ihr direkt Social Media Kanal mit der Webseite verknüpft, dass ihr ein Pixel auf eure Webseite setzt, dass ihr wisst, woher kommen die Leute auf meine Webseite. Kommen sie wirklich von Facebook oder von Instagram? Oder kommen sie über direkte Suche oder kommen sie wegen einem Newsletter? Also dass ihr einfach mal könnt messen, die Messbarkeit, woher kommen meine Kunden? Bringt das überhaupt etwas? Also wenn ihr jetzt mal 6-7 Monate aktiv Social Media Marketing betreibt, würde ich euch raten, nach diesen 3 Monaten mal zu schauen, bringt mir das wirklich etwas? Und sonst auch den Mut hat, zu sagen, nein, das hätte, also wenn ich jetzt 3 Monate aktiv Social Media Marketing mache und ich kann nicht zum Beispiel 20% mehr Besuche auf meiner Webseite verzeichnen, muss ich einfach sagen, ja, dann lohnt es vielleicht nicht, wenn ich so viel Geld dafür ausgebe. Also der Punkt Try and Error ist, glaube ich, so ein bisschen der Social Media Moment für mich. Ich kann euch nicht das goldige Rezept geben oder die Pfanne fertig sagen, was funktioniert, weil es kommt auf eure Zielgruppe darauf an, wie affin ist die, wie bucht die, wo bucht die, oder? Und dort ist einfach der Punkt, probiert es mal aus, aber tun es so ausprobieren, dass ihr es von Anfang an richtig messen. Auch die Reportings. Viele Destinationen oder auch Betriebe, wo ich hergehe und sage, ja, was haben wir bis jetzt gemacht? Wie sind die Klicks? Wie viele Likes haben wir? Haben wir Direct Messages? Sind die Leute, die das liken, auch Kunden, die schon mal bei euch waren, zum Beispiel? Dann weiss eigentlich meistens das niemand. Also nehmt euch die Zeit und tut Ende vom Monat, wenn ihr es aktiv machen wollt, wirklich ein Reporting machen, dass ihr auch das könnt messen könnt. Dass ihr euch Ziele setzt, die könnt erfolgreich oder eben nicht erfolgreich gemeistert werden. Und dann ist ein wichtiger Faktor, dass man crossmedial denkt. Sprich, alle Kanäle, die ihr Kommunikation rauslässt, Newsletter, Webseiten, E-Mail an den Kunden direkt, dass ihr überall daran denkt, alles zu verknüpfen. Also in der Signatur habt ihr vielleicht den Hashtag drin oder ihr habt Verlinkung auf Social Media Kanäle drin. In einem Newsletter könnt ihr vielleicht einmal ein Quiz machen, wo aber auf Social Media ist, dass ihr dort die Verknüpfung könnt, herstellen könnt. Das könnt ihr ohne grosses Budget machen. Mit eigener Ressource und eigenen Social Media oder eigenen Kommunikationskanälen. Um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschliessen, habe ich euch 3 Beispiele mitgebracht. 3 sehr unterschiedliche Beispiele, wo ich ein bisschen gegoogelt, ein bisschen überlegt, wo kann ich euch was mitteilen oder welche Botschaft mitgeben. Es sind so ein bisschen für mich so Best Practice. Also wenn du das so schaffst als Team, das Fakt wirklich. Da kannst du sagen, Social Media Marketing vom Feinsten. Das erste Beispiel ist Cervo in Zermatt, das Hotel. Dort möchte ich euch den Buchungsfaktor zeigen. Das Hotel ist 2009 gebaut worden, eröffnet worden. Die haben, viele von euch kennen vielleicht sogar die Kommunikation noch, sie haben die ganze Kommunikation von dieser Eröffnung über Social Media gestartet. 2009 ist klar, ist eine Vorreiterrolle gewesen, also hat es noch nicht so viel Tourismusbetrieb auf Social Media gegeben. Aber es geht eigentlich nicht mal um das Datum unbedingt, sondern es geht mir mehr darum, sie haben mit wenig Geld, wenig Ressourcen und wenig Know-how, ich glaube, das verzeiht mir jetzt das Team, wenn ich das so sage, haben sie das Maximum rausgeholt. Sie haben Filme gemacht, die sehr, sehr authentisch und humorvoll waren, die einfach waren. Sie haben die Leute mitgenommen in den Bau vom Cervo. Also man konnte live auf YouTube eigentlich immer schauen, wie weit sind sie schon, was haben sie gemacht. Sehr echt und sehr herzlich. Nicht so 100% perfekt, aber einfach, sie haben den Kunden, den zukünftigen Gast von Anfang an mit reingezogen. Und durch das haben sie es geschafft, dass sie eigentlich vor der Hoteleröffnung schon ausgebucht sind. Also mit eigentlich keiner grossen Werbung auf irgendwelchen Plattformen sonst. Rein einfach mit der Idee, das Ganze auf Social Media umzusetzen, vor allem auf YouTube zu streuen, haben sie eigentlich einen riesen Coup gelandet, wo eigentlich zuerst noch gar niemand am Anfang so genau daran gedacht hat. Ein unschönes Beispiel, wie man sieht, dass man mit wenig Budget so und einfach mit dem Willen, etwas zu machen, kann viel erreichen. Ein Beispiel mit viel Budget ist die Swisscom. Die haben sicher durch die Olympiade jetzt alle zu genügend gesehen und mitbekommen. Klar, da reden wir von einem Kunden, der ein riesiges Marketingbudget hat, der eine riesige Social-Media-Abteilung hat, der ganz andere finanzielle Ressourcen hat. Da möchte ich auch eigentlich mehr zeigen, wie humorvoll das Ganze umgesetzt wird. Wir haben probiert, ganz neu am Kunden etwas, was uns allen am Herzen liegt. Also wir haben eigentlich etwas Emotionales genommen.
mit diesen Pistenfarben und hat drumherum eine Story gebaut. Storytelling ist so ein bisschen das in aller Munde. Hat dazu das Branding reingezogen von der Swisscom und hat es nach crossmedial gestreut. Also man hat es auf Social Media rausgelassen, man hat aber auch im Fernsehwerbung gemacht, man hat es auf Print gebracht und hat eigentlich so eine riesige Aktion geschafft. Und was bei ihnen auch noch ist, sie haben das klassische Influencer-Marketing auch noch angewendet, dass sie haben vor allem Promi-Persönlichkeiten genommen, die ja auch noch mitgespielt haben im Video. Klar, wenn so etwas lossieren willst, das liegt sehr schnell in keinem von unseren Budgets, aber es kann manchmal auch inspirieren, wenn man so bei grossen, kreativen Branding-Geschichten sich selber überlegt, ja, das könnte eigentlich auf mein Hotel oder auf meinen Betrieb, auf unsere Bahnen, könnten wir das doch auch machen, vielleicht so und so. Einfach, dass ihr immer wieder ein bisschen so die guten, perfekten Beispiele euch anschaut und ein bisschen überlegt, wie haben sie es ausgespielt, wo haben sie es distribuiert. Sie haben es auf Instagram gepostet, auf YouTube, sie haben es auf Facebook, sie haben es verlinkt, von YouTube auf die Webseite, dass ihr so in die Prozesse reinkommt. Also eigentlich von den Grossen profitieren, sage ich immer. Und dann fast das herzigste Beispiel, finde ich, oder ja, ist der Bergdoktor, ist der Aletsch Arena oder Webmeral, wo man sieht, was Social Media kann bewirken kann. Also das ist, ohne da jetzt Details von diesem Projekt oder von dieser Kampagne zu wissen, ich habe wirklich mit niemandem aus der Aletsch Arena Kontakt gehabt. Aber wenn man sich vorstellt, die haben dann, vielleicht Geschichte, ich nehme an, ihr kennt sie alle, aber das Dorf hat einen Bergdoktor gesucht, sie haben ein Video gemacht. Man darf, glaube ich, sagen, eigentlich ein ziemlich einfaches Video, also nicht irgendwie bei der Swisscom mit einer riesen Geschichte, mit einer riesen Filmproduktion. Und das ganze Dorf hat eigentlich eine Stimme gehabt, oder sie haben verschiedene Leute interviewt, warum sie einen Bergdoktor suchen und was die alles Tolles erleben bei ihnen. Und das Video haben sie nachher auf den sozialen Medien gestreut. Und der Faktor da ist, sie sind im Blick auf der Titelseite gekommen, online, oder? Also der Platz, wenn du den als Kampagne kaufen willst, der ist so immens teuer. Und sie haben das crossmediale Community-Denken perfekt umgesetzt, oder? Es ist ihnen eigentlich ein viraler Hit gelungen, wo nachher der Blick aufgenommen hat. Und sie haben ja jetzt auch einen Arzt gefunden, wo man muss sagen, es ist, wenn man zusammen etwas macht, und das ist der Punkt, wo ich immer sage, eben gemeinsames Social-Media-Marketing, dann kann man so viel erreichen, weil einfach die Reichweite viel grösser ist, die Community spielt mit und es ist gar nicht immer mit grossen Kosten verbunden. Und ich glaube, wie wenn ihr im Kleinen anfängt, wenn ihr zum Beispiel einen Post macht, eine Story, wo drauf noch ein anderes Hotel sichtbar ist oder eine Destination, dann dünkt doch die markieren. Nicht immer die Angst haben, dass jemand andere einem etwas wegnehmen könnte, weil Social Media funktioniert einfach durch die Reichweite. Und umso mehr, dass ihr auch von anderen Partnern markiert werdet, getaggt werdet, umso besser oder umso schneller wachset ihr auch selber. Und ich glaube, das ist das Beispiel aus der Aletsch Arena ist wirklich wunderschön. Ja, der Kopf soll euch eigentlich so ein bisschen zeigen, die, die schon Social Media Marketing machen, die wissen, wie viel externe Faktoren auf das Social Media einprasseln. Oder? Wir haben, es ist abhängig von so vielen Sachen. Sagen wir, da kommt Corona, jetzt haben wir eine politisch schwierige Situation Ukraine, Russland. Man muss sich überlegen, ist es jetzt angebracht, Après-Ski zu pushen oder nicht. Nachher kommen irgendwelche Reisebestimmungen, irgendwelche Gäste können nicht mehr kommen. Soll ich dann dort Werbung machen, ja oder nein? Soll ich dann ein Newsletter schicken, ja oder nein? Also es sind so viele verschiedene externe Faktoren, die wichtig sind bei Social Media Marketing, aber es sind eben auch viele Kompetenzen, die wichtig sind. Also es ist nicht nur eben ein Foto haben, sondern man muss ein gutes Foto machen. Man muss einen guten Text dazu haben, die richtigen Hashtags, dann muss man Partner markieren. Also es sind relativ viele Faktoren, die man einfach, ja, wo man zu wissen braucht, dass man schlussendlich gut Social Media Marketing machen kann. Und da möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, Rizzi hat so viele coole verschiedene Kurse bei euch, in eurer Nähe, wo ihr mit Mitbewerbern, ist immer ein hartes Wort, aber mit verschiedenen Destinationen könnt zusammen einen Kurs besuchen, sei das zum kreativen Schreiben oder sei das, wie man einen perfekten Newsletter gestaltet. Nutzt doch die Chance. Es ist wirklich, es ist genial, mit wie wenig dass man eigentlich weiterkommt. Ich habe euch da den QR-Code auch noch rein, da, wo ihr auf das Kursangebot kommt von Rizzi. Und ich denke, es ist wirklich, wie soll ich sagen, es ist so, wie man hat
immer in der Saison das Gefühl, ich kann jetzt nicht noch in einen Kurs gehen oder kann noch meine Mitarbeiter wegschicken. Aber wenn er nach dem Kurs zurückkommt, einerseits hat er fachlich etwas gelernt, er bringt die Kompetenz mehr, um eben euch den ganzen Kopf, das Gebilde zu ermöglichen. Und andererseits hat er auch einen Austausch gehabt mit anderen Touristikern, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die alle aus der gleichen Branche kommen, die, glaube ich, wirklich einfach sehr, sehr viel bringt. Und ich denke, das ist ein riesen, riesen Plus von diesen Rizikkursen. Und das ist wirklich der Moment, gemeinsam weiterkommen. Ich kann ja vielleicht auch mal unter Destinationen etwas gemeinsam machen, wenn man weiterdenkt oder an die Zukunft denkt. Ja, let's rock and roll ist das Motto. Social Media ist einfach, ich habe gesagt, Try and Error anpacken, gemeinsam den Weg durch den Dschungel finden. Der Daniel hat schon gesagt, wie es weitergeht mit diesen Reviews und Coaching, mit diesen Kurzangeboten. Ich übergebe ihm jetzt dann sicher wahrscheinlich gerne mal so, dass er dann nochmal sagen kann, wie es genau weitergeht. Ich muss aber jetzt mal in den Chat schauen, ob ihr noch irgendwelche Fragen gestellt habt. Ja, vielen Dank, Corinne. Ja, es gibt eine Frage. Ich habe nicht ganz gewusst, wie man da antworten kann. Wie heisst die Analyse-Webseite, die du empfiehlst? Ich weiß jetzt nicht, was da gemeint ist. Weißt du was? Ja, es ist nur schwierig zu sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, zu unternehmen. Ob es mehr ein Hotel oder ein Gastrobetrieb ist oder ob es ein Laden, also weißt du, wie zum Beispiel ein Weinhandel ist, der etwas verkauft. Mhm. Gibt es die Möglichkeit, dass ich Ihnen nachher eine Liste zur Verfügung stelle mit so Tool-Links vielleicht? Ja. Ja, das kann man machen, ganz, ganz klar. Das kann man ohne weiteres dann nach dem Webinar mitschicken. Super. Dann kann ich euch gerade ein bisschen zusammenstellen. Vielleicht interessiert es auch noch der eine oder andere, wo man zum Beispiel gute Instagram-Captions kann finden oder wo genau das Facebook-Creator-Studio ist. Dann kann ich vielleicht gerade so die wichtigsten oder die Links, die ich jetzt empfehle, euch drin tun. Super. Jetzt schaue ich gerade mal. Ah, jetzt kommt noch etwas. Jetzt haben wir da eine Frage. Vielleicht kommst du auch. Siehst du die Frage? Nicht alle haben das Glück, ein Wahrzeichen wie den Aletschgletscher oder Matterhorn zu haben. Ja, das hätte man nicht. Noch mehr von der Region zu teilen. Ja, das ist eine gute Frage, Jens. Und das ist natürlich definitiv so, dass die Regionen profitieren von diesen Wahrzeichen in der Schweiz. Ich denke, dort ist ein wichtiger Punkt, dass man am Anfang mit Goodies schafft. Dass man zum Beispiel einen Wettbewerb macht. Dass man sagt, sage, jede Region hat etwas Wunderschönes. Das ist so Hidden Treasures, wo man so auf Social Media die Geheimtipps, also ich meine, das Toblerone-Foto von einem Matron haben wir jetzt wirklich alle gesehen. Warum nicht das neues Influencer-Bild oder Influencer-Visual aus dem Wallis finden, oder? Und wenn du das nachher mit coolen Hashtags machst, wenn du irgendwie sagst, wir suchen jetzt, oder wir haben, in unserer Region findest du den Influencer Hotspot, wo wirklich einzigartig ist und ihr vielleicht auch das Bild schon so auf Facebook oder auf Instagram stellen, wie das nachher aussieht, könnte das zum Beispiel eine Möglichkeit sein oder ein Wettbewerb oder halt wirklich der klare Aufruf, wenn du unter dem Hashtag etwas postest, dann nehmen wir das auf oder die Top 3 Bilder pro Monat unter dem Hashtag, die bekommen irgendetwas über. Also einfach so ein bisschen, man muss sicher am Anfang mit Goodies arbeiten, das ist sicher so. Und Emotionen, nicht? Immer. Aber Social Media ist pure Emotion, oder? Dann kann man auch Emotionen finden, ohne so einen speziellen Hintergrund wie Matterhorn, oder? Manchmal ist es ja schon fast ein bisschen langweilig, immer das Matterhorn, oder? Okay, vielen Dank. Gibt es da noch... ja, wenn Sie noch Fragen haben, ohne weiteres einfach im Chat, dann... Mit der Zeit, ja, Sie haben noch Zeit, wir können da noch in ein paar Minuten das auch noch mitnehmen. Ich würde sagen, merci Corinne, vielen Dank. Okay. Dann nehme ich vielleicht das Bildschirm wieder zurück. Voilà, nichts Persönliches dran. herzlichen Dank für die Präsentation. Ja, du hast gesagt, ja, ich würde es so sagen, wenn man sich da im Thema will, im Rahmen von Ihrem Unternehmen, sein eigenes Unternehmen, das Thema vertiefen möchte mit der Corinne, dann kann man sich anmelden. Da gibt es so einen roten Faden mit Coachings, 2 bis 5 Stunden persönliches Coaching, einen halben Tag Schulung, wo man sich da mit dem Thema kann befassen und so. Das Ziel ist wirklich, angepasst auf das Unternehmen, sich da mit diesem Thema zu befassen, um etwas Konkretes eigentlich daraus zu machen mit einem Projekt.
wo wir eigentlich mit Digitourism kann finanziell unterstützen. Und zwar hat man da bis 4'000 Franken, die man pro Unternehmen kann eigentlich, ich sage es mal so, ausgeben. Das ist ein Zuschuss vom Kanton, wo eigentlich wirklich zu den Unternehmen geht, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ich habe da wiederum den Link auf dem Bildschirm angezeigt oder den QR-Code, wo sie können benutzen, um sich da in dem ja mit dem Thema sich befassen kann und sich da anmelden kann zu diesem ja Kursus oder Modul. Es werden Ihnen da verschiedene Datum denn anbieten, also da kann man sich wirklich ganz gut anpassen, Corinne. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, dann glaube ich. Ich schaue mal noch mal rein, ob da noch so Fragen sind. Aber ich sehe, dass wir momentan keine Fragen haben. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, ja, dann ohne weiteres. Also ich bin Daniel Rüffli, ich arbeite bei der Simach als Coach. Ich bin im Team, wo da Digitourism für den Kanton eigentlich auf die Beine stellt. Und Corinne, haben Sie auch da Kontaktdaten? Sie können ohne weiteres auf Rizzi gehen und sehen oder auch auf Digitourism, wenn Sie da mehr wissen und sich da wollen, an diesem Modul anmelden möchtet. Ich weiß, ich glaube, wir haben da alles gesagt und ich glaube, wir haben keine Fragen. Dann würde ich da herzlich bedanken, dass Sie dabei sind. Wir werden Ihnen die Liste von Tools eigentlich mitschicken nach dem Webinar. Dann haben Sie auch ein Replay, wenn Sie das wieder mal anschauen. Vielen Dank, herzlichen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.